Herzlich willkommen zu meinem Impulsvortrag zu Wechselwirkungen in der Raumgestaltung. Mein Name ist Angelika Litsch von der Firma Wohnkommunikation Litsch. Als selbstständige Einrichtungsberaterin möchte ich Ihnen heute ein paar Tipps und Anregungen geben, ganz einfach, die wichtig sind beim Einrichten von Räumen, und insbesondere können Sie das auch im Tourismusbereich bei der Gestaltung von Gästezimmern anwenden. Dabei sind mir als Umweltpädagogin eigentlich auch immer nachhaltige Aspekte sehr wichtig, und auf die werde ich dann im Folgenden näher eingehen. Ja, die Inhalte dieses Vortrages, im Prinzip ist es ein Abriss, das ist im Endeffekt abendfüllend, sogar einen ganzen Lehrgang, den ich auch leite. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und habe Ihnen das jetzt in den wichtigsten Themen sozusagen einmal jetzt hier aufgeschrieben und möchte Ihnen das heute präsentieren. Und zwar geht es um Raumeinflüsse und Raumdesign. Wir gehen ein bisschen der Frage nach, wie wirken Formen und Farben. Es geht um Mix and Match. Und natürlich auch ein neuer Begriff, Upcycling, aus alt mach neu. Und die Frage ist ganz generell, wenn wir für unsere Gäste unterwegs sind und zuständig sind, was wünscht sich der Gast eigentlich heutzutage und was könnten Sie tun? Wenn wir jetzt überlegen, Raumeinflüsse und Raumdesign, wenn Sie einen Raum betreten, das Erste, was Sie wahrnehmen, ist natürlich, wo komme ich in den Raum herein, wie groß ist der Raum und wo sind beispielsweise Fenster und Türen generell angeordnet. Es geht um die Aufteilung der Flächen. Also bei größeren Räumen ist es ja so, dass man da auch von einer Zonierung spricht. Man spricht, wie man den Raum sozusagen definiert und wo was auch stattfinden soll. Und um in einem Raum, in einem größeren Raum von A nach B zu kommen, da spricht man dann auch von sogenannten Verkehrswegen, ja, die auch wichtig sind, wie die angeordnet sind zueinander und wie auch so ein bisschen der Energiefluss im Raum sein kann. Wichtig ist auch die Himmelsrichtung, die Lage des Raumes oder eben des ganzen Gebäudes, des Objektes. In welche Himmelsrichtung schauen die Zimmer? Bei Gästezimmern ist es generell ja auch sehr interessant, was habe ich denn für einen Ausblick? Ja, der spielt ja auch eine wichtige Rolle. Und die Frage, wo und wie findet Kommunikation statt? Wenn es jetzt beispielsweise darum geht, ein Gästezimmer einzurichten, ja, neben einem klassischen Bett wird man vielleicht auch eine kleine Sitzgelegenheit haben, ein Gästesofa, bei einem Appartement ist es schon vielfältiger, hat man einen Essplatz, wo und wie kann man sich niederlassen, hat eben einen schönen Ausblick, kann ansonsten sich im Raum aufhalten. Die Formensprache bei der Einrichtung der Möbel spielt natürlich dann eine Rolle und vor allem auch die Farb- und Materialauswahl. Das hat alles einen großen Einfluss, auch wie der Raum dann auf die Personen wirkt. Zusätzliche Dinge wie Accessoires sind natürlich sehr auflockernd und können auch sehr zum Entspannen und Wohlbefinden beitragen. Natürlich auch Pflanzen. Da geht es dann immer darum, dass es auch jemanden im Hause gibt, der sich dann um die Pflanzen noch annimmt und kümmert. Und all das hat auch beispielsweise ein bisschen einen Einfluss auf das Wohnraumklima und auch auf die Raumenergetik generell. In manchen, vor allem auch Hotelbetrieben, werden ja sogar eigene Raumbeduftungen auch eingesetzt, eigene Kreationen, die gemacht werden. Und nicht zuletzt ist auch noch sehr wichtig und interessant natürlich ein gutes Lichtkonzept, dass man das individuell steuern kann, eben nicht nur mittig eine Beleuchtung zu haben, sondern vielleicht auch punktuell und eben dann auch mit indirekter Beleuchtung zu arbeiten. Und des Weiteren möchte ich einfach auch noch auf das wichtige Thema Raumakustik hinweisen. Ja, durch glatte Flächen in den Räumen kommt es einfach zu, man nennt das auch schallharte Oberflächen, und da kann man mit Absorberelementen beispielsweise arbeiten an der Wand, die können dann auch gleich auf das Raumdesign Einfluss nehmen und die kann man auch farblich gestalten beispielsweise. Ich habe hier mitgebracht ein Einrichtungsbeispiel generell. Sie sehen hier einen Grundriss. Ich bin ein großer Verfechter noch auch von Handskizzen. Man sieht es, es ist von Hand gezeichnet. Ich arbeite da sehr gern mit Aquafix, weil da kann man dann einfach verschiedene Entwürfe machen. Sie sehen auch, dass das ein bisschen farblich gestaltet ist. Hier könnte man das auch als ein Appartement betrachten beispielsweise.
Und das ist einfach die Aufgabe von Einrichtungsberatern und Planern, die Kunden dabei zu begleiten und eben zu schauen, wo sind die Möbel angeordnet, wie ist es praktisch und wie sind eben dann auch genau die Wege, die dann durch die Räumlichkeiten führen, wie ich es eingangs gesagt habe, also beispielsweise die Zonierung der Flächen, aber auch dann die Verkehrswege, wie man so schön sagt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirken Formen und Farben? Grundsätzlich kann man davon ausgehen, von dem Farbkreis, also im Prinzip, wenn Sie zurückdenken an die Volksschule, wo Sie selber mit dem Malkasten gemalt haben, Sie können aus den drei Grundfarben, die da gelb, rot und blau sind, können Sie alle Farben mischen. Das ist einmal interessant, wieder sich ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Und da gibt es dann einfach Primär- und Sekundärfarben. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber ich möchte Ihnen einfach nur sagen, ähnlich wie ich hier einen Topflappen auch habe, Sie können mit Farben sehr, sehr viel bewirken und sich wirklich auch spielen damit. Es gibt eben warme und kalte Farben. Das ist einmal so eine ganz grundsätzliche Unterscheidung. Ganz klar, den warmen Farben werden zugesprochen, Töne wie Gelb, Orange, Richtung Rot gehend, auch dann schon ein bisschen in Violett. Violett ist ja dann die Mischung aus Blau und Rot. Und bei Blau sind wir dann schon ein bisschen bei den kühleren und kalten Farben angelangt. Und im Prinzip sind Grüntöne, Blautöne, die wirken einfach ein bisschen beruhigend. Die Frage ist einfach auch, die ich Ihnen stellen möchte, welche Farben inspirieren denn Sie? Beziehungsweise welche wühlen Sie womöglich auf oder gefallen Ihnen nicht so gut? Kann man auch einmal überlegen, warum ist das eigentlich so? Woher kommt da dieses vielleicht auch einmal unangenehme Gefühl? Es gibt den Begriff der Wohnpsychologie und die beschäftigt sich einfach genau mit diesen Dingen, nämlich mit der Wirkung von Farben auf uns Menschen. Und ich möchte einfach nur bei meinem kleinen Vortrag heute Ihnen vielleicht auch ein paar Impulse eben geben oder ein paar Ideen und Anregungen. Und da denke ich jetzt beispielsweise, wenn Sie ein Gästehaus haben und auch wenn Sie Urlaub am Bauernhof, eine kleine Pension, ein Familienhotel, aber vielleicht auch ein größerer Betrieb sind, beziehen Sie die Besonderheiten der Umgebung mit ein. Also ich denke da an spezielle Themenzimmer. Ich habe da mal ein Hotel im Waldviertel beraten dürfen und da sind wir einfach der Frage nachgegangen, was gibt es denn für Materialien rundherum? Und da sind ja viele auch Granitblöcke und auch viel Holz. Und da war einfach die Überlegung, wie kann man das in das Hotelzimmer mit einbringen? Und wenn ich jetzt denke, man kann, wenn vor dem Haus vielleicht sogar eine Schafherde ist, einfach auch das Material Wolle, Filz, auch dieser Topflappen hier ist aus Filz gemacht, mit einbringen. Und dann trägt das sehr viel dazu bei, auch zu dem Wohlfühlfaktor. Und mir ist es wichtig, einfach auch die Natur in den Innenraum viel mehr zu bekommen. Ein kleiner Tipp noch am Rande, ich könnte mir vorstellen, wenn Sie dann bei den Themenzimmern vielleicht auch noch ein bisschen farbliche Richtungen einschlagen, vielleicht eben in die warmen oder eher in die kühleren Farben und das vielleicht auch mischen. Manchmal hat man auch verschiedene Etagen oder auch Bereiche in einem Hotel, dann könnten Sie unter Umständen, vorausgesetzt Sie wissen von Ihrer Reservierungsbuchung her, dass dieses Zimmer auch frei ist, könnten Sie einen Gast bei der Buchung oder bei einer Anfrage ganz einfach auch einmal nach seiner Lieblingsfarbe fragen. Ich denke mir, das wäre vielleicht interessant zu erfahren, wenn der Gast dann sagt, ja, blau, dann könnten Sie vielleicht sagen, ja, wir haben da einen wunderbaren Raum, eine Suite oder ein Appartement, wie auch immer, das in Blautönen gestaltet ist, wollen Sie vielleicht in so einem Zimmer bei uns nächtigen. Nur mal so als Idee. Ja, man spricht von einem Moodboard, also es geht ganz viel um Stimmungen im Raum, um Atmosphäre. Hier ist einfach nur ein bisschen ein Beispiel einer Materialcollage, einfach zusammengestellt. Sie sehen verschiedene Materialien, verschiedene Holzmuster, unten der Farbfächer auch, wo man ganz schön Farbreihen sehen kann, wo man das alles zusammenstellen kann. Es geht eben um die farbliche Abstimmung. Man kann einen Grundton in einem Raum festlegen und dann kann man natürlich saisonal Farbtupfer setzen, ganz einfach auch mit Kissen, mit Dekomaterialien. Bei so einem Moodboard geht es auch darum festzulegen, was nimmt man eben für Materialien im Raum, was für Stoffe beispielsweise, was für Bodenbelege, ob das jetzt Holz, Laminatboden, Teppichboden ist. Und man kann auch sehr schön eine Stilfestlegung ein bisschen mittels Bildern treffen. Ich habe da noch zwei Beispielbilder mitgebracht. Da geht es mir einfach nur darum, da möchte ich Sie ermutigen, dass Sie beispielsweise, wenn Sie sich jetzt mit dem Thema Einrichten befassen, egal in welchem Kontext, Sie können sich Zeitschriften, Journale, Bücher
organisieren. Und die Bilder, die Ihnen besonders gefallen oder die Ihren Vorstellungen entsprechen, dann in einem Buch markieren. Bei einem Journal können Sie vielleicht die Seiten dann herausreißen und sich auch eine Art kleine Visionstafel, ein Moodboard selber machen und mit dem dann sogar auch in das Möbelgeschäft, zum Einrichtungsberater, zum Innenarchitekten, zu wem auch immer gehen und auch selber da schon sich ein bisschen einbringen. Es ist dann immer sehr nett bei auch meinen Beratungen, wenn man miteinander etwas kreiert. Ja? Nicht, dass etwas vorgegeben wird, sondern dass es eine, ich sehe zumindest meinen Beruf auch als Begleitung und aufmerksam machen, ja? Auf die Möglichkeiten ganz einfach. Ja, hier sind zwei Beispiele, einfach nur so von der Stimmung her und auch von den Farben. Sie sehen auf der linken Seite, weil wir ja gesprochen haben über die Materialien im Raum, beispielsweise eine Situation, wo Sie da ein samtenes, dieses runde Kissen, das da an dem Kopf ablehnt, ist in einem lilanen Samt. Ansonsten haben Sie vorne einen gehäkelten Polsterüberzug. An der Rückseite haben Sie ein Kopfhaupt, das so eine Art Patina hat. Das dürfte schon älter sein, teilweise abgeblätterte Oberfläche. Man spricht auch ein bisschen von einem Vintage-Stil. Ist mal ein interessanter Ansatz, das vielleicht auch in einem Gästezimmer so handzuhaben. Und auf der rechten Seite ist ein sehr stimmungsvolles Bild, wo Sie also in so beige-grautönen das gehalten haben. Ich bin immer sehr für flexible Lösungen, also im Vordergrund der Couchtisch ist beispielsweise hier eine Truhe. Ich denke mir, da könnte man unter Umständen vielleicht, wenn man eine Terrasse oder einen kleinen Balkon hat, könnte man auch kleine Sitzpolster dann da unterbringen. Klarerweise, wenn jetzt was draufsteht, könnte man das auch mit einem Tableau ausstatten, dann kann man das schnell zur Seite stellen, Kiste öffnen und hat schon wieder einen zusätzlichen Stauraum geschaffen. An der Wand sehen Sie eine alte Leiter. Hier hängt ein Schal offensichtlich oder ein Plaid daran. Ich finde das ganz witzig, die Umwidmung von Gegenständen. Wichtig wäre in dem Fall, wenn das wirklich als Gästezimmer gedacht wäre, dass Sie vielleicht die Leiter an der Wand befestigen, damit sie nicht umfällt. Aber dann kann man hier zusätzlich auch noch etwas aufhängen oder auch drapieren. Und genau das ist auch mein Ansatz. Es geht um Mix and Match. Es muss eben auch nicht immer alles neu sein. Sie können eben eine alte Leiter nehmen und die weiß streichen, beispielsweise, oder auch das alte Kopfhaupt. Selbst wenn da ein bisschen eine Patina ist, hat das einen gewissen Charme und Reiz. Ich denke mir, Sie können mit einfachen Mitteln, ja, ich habe erst Anfang dieses Jahres beraten einen Kunden, der ein Kellerstöckelhaus im Südburgenland neu gestalten wollte. Da war Generationenübergabe und da war das wirklich mit einfachen Mitteln. Wir haben einfach zwei Varianten durchgespielt, eine große Sanierung, Renovierung dieses ganzen Objekts, aber auch im ersten Schritt, dass man einfach auch wieder die Zimmer vermieten kann, können Sie überlegen, die Dekoration, teilweise sind die Lampenschirme bei den Nachttischlampen vielleicht nicht mehr ganz so passend. Ja? Wenn man das Einfachste ist, bei einem Gästezimmer einfach die Bettwäsche mal zu tauschen und wieder da ein bisschen einen Schwung und einen Pep reinzubringen. Teilweise kann man auch das Kopfhaupt neu gestalten, neu beziehen. Ganz wichtig, freut sich sicher jeder Tapezierer, wenn er da vielleicht ein bisschen sich einbringen darf. Gerne auch im Jahreszeitenverlauf einfach ein bisschen umdekorieren und umgestalten. Ja, frei nach dem Motto, erlaubt es, was gefällt. Das ist mir ganz wichtig. Es gibt im Prinzip jedes Jahr eine Farbe des Jahres sozusagen. Das wird von Pantone, das ist ein großes Farbinstitut, immer wieder ausgesprochen. Danach richtet sich nicht nur die Einrichtungsbranche, sondern auch wirklich die Modebranche und auch sonst im Verpackungsdesign findet sich das immer wieder. Wenn Ihnen aber diese Farbe, und heuer ist es so eine Art Bomberton auch, beziehungsweise Living Coral, Entschuldigung, ist es heuer, dann nehmen Sie ihn nicht. Ja? Wichtig ist, Ihnen muss es gut gefallen. Das ist ganz wichtig. Möbel können eben auch zusammengestoppelt sein. Eine alte Truhe, so wie wir es bei den Bildern vorhin auch gesehen haben, kann wunderbar harmonieren, auch mit einem ganz neuen Schrank. Wichtig ist, dass die Dinge, könnte man dann so ein bisschen noch als Solitärmöbel betrachten, aber dass sie Platz haben auch, dass man die nicht einfach wie in einem Möbellager aufeinander fädelt oder aneinander reiht, sondern dass sie wirklich wirken können. Also man spricht auch von einer gekonnten oder sanften Inszenierung. Ja? Kann man ja auch umstellen, kann man immer wieder ausprobieren, wie das auf einen wirkt oder auch die Gäste befragen. Man kann auch einen kleinen Feedbackbogen durchaus auch von einem Gast erbitten. Das ist eben wichtig und das spielt dann alles dazu, zu einem eigenen Stil, Corporate Design in Ihrem Betrieb, dass das erkennbar ist, wofür Sie stehen sozusagen. Ja? Und diese Geschichte
Unique Selling Proposition, was könnte Ihr USP sein? Das ist auch die Frage, es geht darum, um ein Alleinstellungsmerkmal im Prinzip, um die Einzigartigkeit Ihres Hauses. Und da können Sie natürlich ganz viele persönliche Aspekte mit einbringen und eben natürlich auch dann in der Gestaltung Ihrer Räume, Ihrer Lobby, Ihres Eingangsbereichs und auch Außenbereichs natürlich. Ein Begriff Upcycling, aus alt macht neu, was ist denn das überhaupt? Ich erkläre es vielleicht über den Begriff Recycling. Denken Sie an die Plastikflaschen, an die PET-Flaschen. Wir sind gerade in Österreich auch ganz wunderbar unterwegs, haben eine sehr hohe Wiederverwertungsrate. Und wenn man jetzt das hernimmt, dass man sagt, okay, das eine ist Recycling, also wieder genau das, dem Produktlebenszyklus zuführen, und Upcycling ist einfach eine Aufwertung auch und eine komplett andere Nutzung. Man kann auch sagen, man kann Dingen ein zweites, unter Anführungszeichen, Leben einhauchen. Ich habe erst diese Woche einen tollen Slogan dazu gehört, im Prinzip aus Abfall macht man einen Glücksfall. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil zum Beispiel aus diesen PET-Flaschen war auch ein Beispiel gezeigt worden, wie man die in verschiedenen Höhen abschneiden kann und an der Decke eine tolle Installation bauen kann, kreieren kann, die dann wirklich auch akustisch wirksam ist. Beziehungsweise habe ich ja hier auch ein Beispiel mitgebracht. Sie sehen hier Möbel, Gartenmöbel beispielsweise oder auf einer Terrasse sehr nett auch einzusetzen, und die sind aus Paletten gemacht. Ja, also früher hat man ja eine Palette für den Transport gebraucht, die ist sehr wichtig. Die Europalette hat ein genormtes Maß, aber man kann aus dieser Europalette kann man einfach ganz viel zaubern. Das ist hier einfach nur stellvertretend. Ich habe schon gesehen, Garderoben, Regale, man kann Betten machen, selbst ganze Küchen kann man daraus bauen. Das ist nur so eine Idee. Auch der Begriff Do It Yourself, DIY, ja. Das wäre jetzt auch noch so ein zweiter Ansatz, den ich Ihnen vielleicht mitgeben möchte. Wenn man jetzt aus der Sicht eines Gastes, eines Kunden denkt, Kunden sind auf Urlaub und wollen natürlich entspannen, sporteln, weiß Gott was machen, Dinge, wo sie das ganze Jahr nicht dazukommen. Aber es könnte auch eine Möglichkeit sein, ihnen etwas anzubieten, nämlich Leute und Menschen wollen etwas Sinnvolles tun. Das ist ganz wichtig im Leben. Und man könnte unter Umständen, als kleiner Hinweis vielleicht, einen Workshop anbieten, sich regional zusammenschließen, vielleicht mit einem ortsansässigen Tischler, mit einer Tischlerei sprechen, ob man da nicht vielleicht etwas anbieten kann. Vielleicht einmal einen Nachmittag zeigen, wie man alte Möbelfronten reparieren, restaurieren, sogenannt auch refreshen kann. Nur so als kleinen Hinweis für Sie. Ja, weil was wünscht sich denn der Gast von heute? Also neben Entspannung, Naturbezug, ganz klar, das wird wirklich wichtiger. Einfach auch die Erholung durch Digital Detox. Es geht einfach um das Abschalten, um das Runterfahren, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Es geht um ein angenehmes Wohn- und Urlaubsgefühl, das ein Gast dann eben einfach in ihrem Hause verspürt. Und da sage ich eben, es darf auch ruhig einmal anders sein. Ich glaube wirklich, dass auch neue Konzepte, neue Ideen durchaus wirklich wichtig sind und angenommen werden. Und beispielsweise eine Hotellobby, ich war erst kürzlich auf einer tollen Konferenz der Immobilienbranche in einem ganz neuen Hotel in Wien, und ich war wirklich überrascht. Ich habe die Hotellobby betreten und normalerweise sieht man meistens ziemlich frontal die Rezeption. Die war eigentlich rechts gehalten, gar nicht so im Vordergrund. Stattdessen waren Sitzgarnituren, verschiedenste Möbelstile und auch verschiedenste Oberflächen und Materialien verwendet, und es war wirklich so einladend, so richtig gemütlich. Man hat aber als Gast sofort gewusst, okay, wenn ich jetzt meine Zimmerreservierung sozusagen besprechen möchte oder auch sonst eine Frage habe, Rezeption ist besetzt, ist immer jemand da, aber in der Hotellobby, da möchte ich gleich bleiben, und es ist gemütlich und auch weiterführend, ein sehr schönes Einrichtungskonzept war dort. Ja, was möchte man sonst haben im Prinzip neben all diesen Dingen? Ja, genügend Stauraum, Ablagemöglichkeiten womöglich. Und mir persönlich ist das immer ein bisschen wichtig, oftmals fehlen genügend Kleiderhaken. Auch da kann man wieder Mix and Match, verschiedenste. Ich mag es irgendwie lieber, wenn die ein bisschen in genügender Anzahl vorhanden sind und dann vielleicht auch gleichartig, nur als Idee. Weil Sauberkeit und Ordnung ist ganz klar in einem Zimmer oder auch im ganzen Haus selbstverständlich, ist etwas, was ein Kunde heutzutage ja eh voraussetzt, aber das ist wichtig, einfach immer wieder durchzugehen, zu schauen, dass einfach alles passt. Und ich sage mal, Gäste wollen einfach
positiv überrascht werden. Weil Ordnung und Sauberkeit und Ablage- und Staumöglichkeiten, das erwartet man schon, das ist Standard. Gerade in Österreich sind wir wunderbar unterwegs. Aber mit positiver Überraschung meine ich einfach, vielleicht auch noch ein regionales Produkt, vielleicht haben Sie ja auch bei Ihrem Betrieb auch noch in irgendeiner Form eine kleine Manufaktur oder in Kooperation und Zusammenarbeit mit umliegenden anderen Betrieben, dass man da ein kleines Giveaway hat, dass man eben besonders aufmerksam ist, dass man, wenn wir gesprochen haben von Corporate Design, die Kleidung des Personals unter Umständen, das ist wirklich sehr wichtig. Wir Menschen sind visuelle Typen und wir nehmen das einfach wahr. Und wenn dann noch eine gute positive Stimmung im Haus herrscht, dann umso besser. Das ist auch schon das Stichwort, nämlich was könnten Sie tun? Es geht um eine stimmige Atmosphäre, genau das, was ich gerade beschrieben habe. Die Stimmung in der harmonischen Gestaltung oder auch manchmal durchaus kann man ruhig auch einmal kontroversiell das gestalten, dass da ein bisschen eine Reibung, ein Widerstand ist, überhaupt kein Thema. Aber sonst eine stimmige Atmosphäre schafft man einfach über diese Faktoren, die ich vorhin genannt habe. Corporate Design und Corporate Identity, also die Identität, die Sie sozusagen verkörpern in Form von natürlich Ihrer Person, aber auch der Webseite, Folder, das ganze Gesamtbild, das Erscheinungsbild kann so weit gehen, dass man dann natürlich auch die Hausfassade, der Firmenfuhrpark, dass das alles zusammenpasst und im Idealfall sich dann, wie ich es auch hier geschrieben habe, ein Farbkonzept, also wie ein roter Faden, es kann auch ein grüner Faden sein, was auch immer zu Ihrem Hause am besten passt. Wichtig ist mir einfach darauf hinzuweisen, es geht um Authentizität. Ihr Auftritt ist gefragt und je mehr Sie bei sich sind und Sie wissen, was Sie wollen, umso besser können Sie das verkörpern und werden sich selbst dabei wohlfühlen und das spüren die Gäste, ganz einfach. Als Netzwerkerin ist mir einfach Kooperation sehr, sehr wichtig. Ja. Einzelne, selbst große Häuser können natürlich viel bewirken, aber auch gerade im Zusammenspiel mit anderen Betrieben, mit Gastronomie, Tourismus, Gewerbebetrieben, kann man richtig stark sein, kann eine Region auch ganz speziell thematisch auch etwas aufarbeiten und sozusagen zu Wege bringen. Und da spielen dann eben so Zusatzangebote, wie ich es schon ein paar Folien zuvor überlegt habe, Workshops für Kinder, das ist wichtig, dass wenn es den Kindern gut geht, geht es den Eltern gut und dann ist wirklich eine gute Stimmung im Urlaub und dann kommt der Gast auch sehr gerne wieder. Oder vielleicht eben auch Angebote für Hundehalter. Ich selbst bin gerade Hundeoma geworden und weiß, wie viel Schwung da so ein Tier in die Familie bringt und so ein Hund will natürlich auch mit auf Urlaub fahren dürfen. Ja? Ja, in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einfach viel Freude beim Gestalten von Ihren Räumen. Ich bin als Einrichtungsberaterin für sämtliche Fragen jederzeit für Sie da. Und wer sich in dieser Thematik einfach noch viel mehr vertiefen möchte, dem sei einfach mein Lehrgang, den ich entwickelt und konzipiert habe am BFI Wien, ans Herz gelegt, wo ich Wohnraumberater ausbilde. Und ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einfach noch einen schönen Tag.